nimmt alle schon mal die Taschentücher in die Hand. Es ist ein sehr emotionales Video wieder. Tod nach dem Streit. Sie träumte den Mord. JQ Entertainment. Boah, das wird wieder intensiv. Let's go! JQ Entertainment, Leute, was geht ab? Erstmal, wie war denn Essen? Bruder, war gut, ja. Auf jeden Fall war stark. Wallah, war stark. Ganz am Anfang, Leute, auf jeden Fall Ramadan Mubarak an alle. Eid Mubarak. Und Eid Mubarak ist Bayram, Bruder. Happy Hanukkah. So, jetzt sag mir. Und nach den Geschichten. Und let's go. Wovon, das hat mich an SpongeBob erinnert. Kennt ihr noch die Folge, wo SpongeBob so macht? Kennst du das noch? Ich schwöre, eins, daran hat mich das gerade erinnert, ne? Du bist ja immer die. Edda. Du kommst woher? Aus Köln. Wie alt bist du? 18. Und du bist einmal die? Nele. Woher kommst du? Aus Köln. Und wie alt bist du? 18. Ganz wichtig auch nochmal an die Leute, die jetzt gerade im Chat sind. Digga, wir hatten heute einen richtig geilen Stream. Ich hoffe, Digga, es war ein geiler Stream für alle. Jetzt ist es ein emotionales Video. Das heißt, wenn irgendjemand sich denkt, ey, mir ist gerade irgendwie vor kurzem irgendwas passiert und ich kann mit den Emotionen gerade irgendwie nicht klarkommen, dann schalte am besten ab. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du am Start warst. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream. Das ist wirklich ein sehr emotionales Thema. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Kleine Triggerwarnung. Wir haben heute das Thema emotional oder schlimme Story in deinem Leben. Das bedeutet einfach eine Geschichte, wo JD hinter der Kamera, deine Freundin, ich und du selber oder die Zuschauer hinter der Kamera einfach Gänsehaut bekommen. Das ist ein Moment, wo es nur um dich geht, dass die Leute einfach Gänsehaut bekommen. Dass sie einfach nach dieser Story sagen, krass, ich habe gerade eine Sekunde oder drei Sekunden Zeit für die Dame und lass meine Gedanken nur für dich freien Lauf. Hast du eine Geschichte? Vor ungefähr 4 Jahren ist mir was Schlimmes passiert, und zwar mein Onkel war wie mein zweiter Vater, also der war immer für mich da. Boah, wenn der Beat anfängt, dann wisst ihr, tamam, zieht euch einen Pullover an, Gänsehaut-Moment. Der hat mehr die Vaterrolle für mich übernommen als wie mein leiblicher Vater, und ich sag dir so, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er hat geschrieben, telefoniert, alles drum und dran, so, er war einfach für mich mein Idol. Darauf hinaus, dass er auch in der Türkei gelebt hat, konnte ich ihn halt nicht, für mich immer so ein Teil in meinem Leben, was gefehlt hat. Und irgendwann, ich habe gemerkt, ihm geht's nicht gut. Und das hat sich dann auch immer weiter so darauf hinausgespielt, dass unser Takt immer weniger geworden ist. Wallah, Bruder, mir tut das jetzt schon weh. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, ne? Bruder, tu mir eingefallen, Wallah. Nimm dir Handschuhe. Schick mir die Adresse. Ich schick dir die wärmsten Handschuhe der Welt, weil, Bruder, deine Hände sind immer knallrot. Es ist kalt draußen, Bruder, bitte hol die Handschuhe. Mir ist kalt. Ich bin hier gerade im Anzug und mir ist kalt. Wir haben uns irgendwann richtig krass gestritten. Er hatte eine Meinungsverschiedenheit, ich eine Meinungsverschiedenheit. Dann haben wir wochenlang nicht geschrieben, gar nichts. Ich habe weder was von ihm gehört, er von mir, nichts. Und dann hatte ich so ein komisches Gefühl in mir. Und dieses komische Gefühl hat sich dann daraus bestätigt, dass genau mein Onkel an meinem Geburtstag gestorben ist. Bruder. Gänsehaut. Das ist krass. Vor ungefähr 2 Jahren ist mir was Schlimmes passiert in meinem Leben. Ich hatte einen Onkel und auf Familienfeiern war er immer der Lustige und er hat immer alle zum Lachen gebracht und wir haben uns richtig gut mit ihm verstanden, besonders ich. Und dann von Zeit zu Zeit ging es ihm schlechter und die Ärzte hatten auch diagnostiziert, dass er Krebs hat. Okay. Boah, Krebs, ganz schlimm, Digga. Ich kenne mich nicht komplett aus mit dieser ganzen Krebsgeschichte, aber ich habe mir sagen lassen, dass Krebs oft vom Stress kommt, Digga. Dass dieser Tumor da irgendwie entsteht durch viel Stress und ja, viele Gedanken, die im Kopf sind einfach. Deswegen versucht da immer zu gucken, lasst euch nicht zu krass stressen, wenn ihr merkt, okay, es ist immer so einfach gesagt, Digga. Man kann jetzt nicht von 0 auf 100 sagen, ey, hier, Knopf aus, Stress ist weg, sondern Stress bleibt immer, Stress kommt immer, egal wie gut es dir geht, so, du wirst immer Situationen haben, in denen du Stress hast, aber versucht wirklich immer euren Stress ein bisschen zu reduzieren, guckt, was euch ein bisschen ablenken lässt und macht das öfter. Und wann kam das raus, wie alt war der? Anfang 60. Okay, das ist schon ein bisschen früh, okay. Ja, und ihm ging es dann immer schlechter, aber er hat das nie gezeigt, also er hat immer versucht, so gut wie möglich. Ja, genau. Dann einmal habe ich gehört, dass er... Snia, danke schön für den zweiten fortlaufenden Monat, Digga. Danke schön für den Support. Krankenhaus war, also meine Oma hat mir gesagt, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann habe ich aber nichts weiteres von ihm gehört. Dann eines Nachts bin ich halt wach geworden, weil ich total einen schlimmen Traum hatte. Ich habe halt geträumt, dass er von uns gegangen ist, auf eine nicht so schöne Weise. Wenn man träumt, dass irgendjemand stirbt, das sind wirklich ganz eklige Träume, weil ich weiß ganz genau, wie sich Träume anfühlen. Manche Träume fühlen sich krass real an. Und wenn du dann von einem Tod träumst, ist es nochmal krass schlimm. Deswegen immer ganz, ganz wichtig, nie im Streit trennen. Seid mit jedem gut, habt kein böses Blut mit irgendeiner Person, weil ihr wisst nicht, wann es zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist, bereut ihr es. Deswegen immer mit jedem so sein.
mit oder sonst was. Und dann eine Woche später kam meine Oma zu mir und meinte, ja, er hat sich das Leben genommen. Digga, überleg mal, wie krass, wie viele Gedanken muss man haben, wie krass muss man gestresst sein, was für Probleme muss man haben, dass man sich vornimmt, einfach von diesem Leben weg zu sein. Also wie kann man sich das Leben nehmen? Da frage ich mich immer so, was passiert bei den Leuten? Wisst ihr, ich meine, das ist krass. Wir haben alle Probleme, manche haben weniger Probleme, manche haben mehr Probleme, weil das Leute, die so viele Probleme haben, so viel Stress haben, dass sie damit gar nicht mehr klarkommen. Und die einzige Entscheidung ist, dass sie das Leben, dass sie sich selber das Leben nehmen. Und ich kann auch nur jedem raten, so ey, das sollte nicht mal die letzte Option sein, weil im Endeffekt hinterlässt du dann auch noch sehr viele Tränen. Viele Leute, die dich lieben, die dich wertschätzen, die trauern das ganze Leben lang mit. Und man muss eigentlich Leuten einfach mal mitgeben oder auch sagen, so von wegen, dass man die, dass man die liebt, dass die einer Person wert sind, weil viele denken sich wahrscheinlich, wenn sie sich das Leben nehmen, ey, ich habe hier keinen, ich werde keinen haben und es wird auch keiner an mich denken. Darum nehme ich mir das Leben so. Deswegen den Leuten, denen es vielleicht nicht gut geht derzeit, sagt denen einfach so, dass ihr an deren Seite seid. Sagt ihnen, dass ihr die Person liebt. Zeigt den Personen einfach so, dass die Personen euch was wert sind. Man sich von den Leuten, die man halt wirklich geliebt hat, nicht verabschieden kann. Also ich sag dir so, damals war ich noch in der Schule und ich durfte nicht mitfliegen. Und das war für mich schon so ein richtiger Tritt ins Gesicht. Das war für mich halt richtig schlimm, weil ich konnte mich gar nicht verabschieden. Ich war erst, nachdem er gestorben ist, 2 Jahre zum ersten Mal an seinem Grab. Nach 2 Jahren. Also du warst auch nicht bei der Beerdigung, ne? Nein, ich durfte nicht mit. Und warum durfst du nicht mit, wenn ich fragen darf? Weil ich Schule hatte und die Schule mir nicht erlaubt hat, mitzufliegen. Ey, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch so oft Diskussionen gehabt mit Familienmitgliedern, die gearbeitet haben und der Chef dann gesagt hat, nee, du darfst nicht mitfliegen. Junge, es geht um Todesgrund. Es geht darum, dass irgendjemand gestorben ist aus der Familie. Was bist du denn für ein Keck, dass du einfach sagst, nee, du musst arbeiten? Das hat mich so krass aufgeregt, auch in der Familie. Leute aus meiner Familie auf irgendeinen Keck da angewiesen sind, der dann sagt, nee, du bleibst. Wir finden keine Dingsperson. Keine, wie nennt man das? Keinen Ersatz auf den für die Schicht. Wo ich mir denke, ey, Bro, du bist auch ein Mensch, du hast auch Familie. Was würdest du machen, wenn jemand sagt, nee, du darfst nicht fliegen. Du musst hier bleiben und arbeiten, Digga. Weißt du, ich meine? Und dann geht es um Beerdigung und was weiß ich. Ich würde straight kündigen, Digga. Boah, bei sowas. Das ist auch, guck mal, das ist auch fehlende Empathie. Viele Menschen haben einfach diese Empathie nicht. Sorry, wenn ich das jetzt sage und kein Vorbild bin, aber bei sowas, ne, wenn es um Familie geht, würde ich auf die Schule scheißen. So, weißt du, dass im Endeffekt dein Onkel so, der wird beerdigt, so, du siehst ihn nie wieder, deswegen würde ich auf jeden Fall hin, so, weißt du. Aber du warst jung und da kann man halt nicht so wie denken wie jetzt, das ist ja normal. Und ich finde immer, Erfahrung machen die Menschen, so, weißt du. Ich glaube, wäre das jetzt, ne, passiert, dann wärst du auf jeden Fall geflogen. Auf jeden Fall. Boah, Gänsehaut, das ist auf jeden Fall ein sehr heikles Thema, solche Themen. Also ich sag immer dazu, wenn Leute sterben, dann sterben die, weißt du, was ich meine? Aber ja, sich das Leben zu nehmen, ist dann immer so eine andere Stufe. Ich finde das immer so, ja, richtig krass, weil allein dieser Gedanke, man muss einfach mal so einen Gedanken haben, so sich selber umzubringen, weißt du, was ich meine? Also wo man klein war, hat man immer sich gedacht. Problem ist, es hat auch jemand in den Chat geschrieben, viele Leute denken, wenn die sich selber das Leben nehmen, dass sie der Familie vielleicht eine kleine Last nehmen. Aber glaubt mir, wenn ihr euch das Leben nehmt, hinterlasst ihr eine stärkere oder eine schwerere Last, als wenn ihr es nicht gemacht hättet. Deswegen überlegt euch das immer. Suizid sollte wirklich die letzte Option sein. Nicht mal die Option. Es sollte gar keine Option sein. Probleme sind da, um sie zu lösen. Und wenn du ein Problem hast, wenn du Stress hast, merkt ihr einfach, irgendwann wird der Stress gehen. Stress wird es immer geben. Aber du kannst auf jeden Fall den Stress minimieren. Man muss einfach positiv denken und sich denken, ey, das wird. Wenn man dran glaubt, wenn man was dagegen tut. Aber direkt das Leben nehmen ist einfach das Gleiche, wie als würdest du kämpfen wollen, aber direkt schon aufgeben. Wenn man sich so Schmerzen gibt, tut das eigentlich weh oder so. Aber sich das Leben zu nehmen, ist halt schon was, ja, sehr Krasses. Okay, wie habt ihr das verarbeitet oder wie kam das überhaupt raus? Meine Tante, also seine Frau, ist halt zu den Kindern gefahren. Die wohnen in Bayern über Silvester und er wollte nicht mit. Mhm. Und sie hat das akzeptiert. Er meinte halt, dass es für ihn zu viel Stress ist. Mhm. Und dann kam sie nach Hause und er war nicht im Wohnzimmer, so wie sonst. Und dann hat sie das ganze Haus abgesucht. Und dann ist sie in den Keller gegangen. Und dann lag er da im Raum. Der hat den Raum abgeschlossen und hat Kohlenstoffmonoxid übers Fenster reingelassen. Ich kenne mich gerade gar nicht damit aus. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es hat auf jeden Fall zum Tod geführt. Oh, Digga. Das ist wirklich schlimm. Vor allem, das wünscht man keinem Menschen. Die Frage ist, warum ist er gestorben? Weißt du das? Ja. Er ist, also angeblich, nach dem, was die Frau von ihm sagt, an einem Herzinfarkt gestorben. Was wir persönlich nicht glauben, weil er keine Krankheiten hatte. Er war kerngesund. Und das Ding ist, auch wenn er an einem Herzinfarkt gestorben sein sollte, ist es komisch, dass jeder, der an dem Tag mit ihm war, was anderes erzählt. Im Endeffekt bist du dir unsicher, warum der gestorben ist.
Man sagt Herzinfarkt, aber du kannst das nicht glauben. Meine Eltern glauben das auch nicht, also meine Mutter zumindest und meine Tante, die glauben das auch nicht. Die wollten eine Autopsie machen, aber hat meine Oma und die Frau haben das nicht erlaubt. Boah, okay. Okay, das ist auch nochmal eine krasse Sache, wenn du nicht weißt, warum er wirklich... Der Grieche, danke schön für den Prime, Bruder. Griechisches Essen, beste. Und deswegen will man mit der Person noch einmal reden. Sie ist im Schlimmste ist wirklich, auch wie er erwähnt hat, wenn du nicht weißt, wie eine Person gestorben ist. Das heißt, es sind Fragen, die dir den ganzen Tag und das ganze Leben lang durch den Kopf gehen. Du weißt nicht, woran die Person gestorben ist. Auseinandergegangen. Wie lange hat ihr Streit gehabt? 3 Wochen ungefähr. Und in 3 Wochen kamen die beiden nicht einmal auf die Idee, kommen nochmal miteinander zu reden. Wir waren zu stur. Wenn ihr euch mit eurer Familie streitet, so weißt du, für mich ist das nur für den Moment. So, wenn ich am nächsten Tag aus dem Haus gehe, dann ist für mich der Streit vorbei. So, weißt du, reden ist immer eine Lösung, zieht das nicht in die Länge, auf jeden Fall was mit Familie. Und ganz wichtig, wenn ihr Probleme mit jemandem habt, es ist ja nicht so, dass das Leben immer einwandfrei läuft. Man hat immer Meinungsverschiedenheiten, aber streitet ihr euch nicht wegen Kleinigkeiten. Und wenn ihr euch streitet, dann vertragt euch. Es gibt immer Missverständnisse, die entstehen. Man muss einfach nur drüber reden. So, setzt euch an den Tisch, auch nicht über Telefon oder was weiß ich was. Trefft euch, schaut euch in die Augen. Der eine erzählt seine Sichtweise, der andere erzählt seine Sichtweise und dann versucht das Problem einfach zu klären. Weil im Streit auseinanderzugehen ist ganz hart und man bereut es. Angeht, Streit angeht, weil im Endeffekt steht deine Familie hinter dir. So, weißt du? Auch wenn du viele Freunde hast, Familie ist das A und O. Nach dieser Diagnose kann man auch direkt dieses Ganze mit dem Ermorden, also dass du es selber umgebracht hast. Also ungefähr so... Ja, 2-3 Monate danach. Boah, Leute, 2-3 Monate, das geht so eigentlich so schnell vorbei, Janik. Guck mal, also ich finde so die Tage gehen wie im Fluge vorbei. Ja. Und 2-3 Monate, Janik, du hast eine Diagnose bekommen und sie schreckt das Leben nehmen. Mein Beileid, erstmal vorab. Mein Beileid. Safe, 100%. Die Frau von deinem Onkel, wie hat die das verarbeitet? Die waren natürlich total am Boden. Mhm. Wir haben das alle nicht erwartet, weil also der Krebs war zwar fortgeschritten und nicht heilbar, aber... Er hat das nie gezeigt, dass es ihm so schlecht geht. Das sind immer ganz starke Menschen. Denen geht es komplett schlecht und die zeigen einfach nicht, dass es ihnen schlecht geht. Die versuchen den Leuten einfach immer noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ach, du hast genau das geträumt? Also nicht genau das, aber ich habe geträumt, dass er sich selber das Leben nimmt. Auf eine andere, also auf eine andere Art und Weise. Mhm. Aber ja, das war für mich halt der Schock. Wie lange ist das her, dass du es geträumt hast und dass er dann verstorben ist? Das war so 2-3 Wochen davor. Oh, ui, das... Du hast das keinem gesagt? Nee, also erst als dann meine Oma zu mir kam und meinte, er hat sich das Leben genommen, weil am Anfang haben die gesagt, er ist gestorben, damit das für uns Kinder nicht so schlimm ist. Und dann kam meine Oma zu mir und meinte, ja, er hat sich das Leben selber genommen. Und dann ist die Welt für mich zusammengebrochen und dann habe ich das auch meiner Mama erzählt und dann war das für alle anderen natürlich noch mehr. Der, ich habe schon so oft gesagt im Stream, Tod ist wirklich mit das Schlimmste. Der ist so unerwünscht. Der, von mir aus wünsche ich jedem Menschen, dass er unendlich lebt. Ich glaube, das ist auch der Traum von jedem, dass einfach die Familie fürs ganze Leben noch an deiner Seite ist. Das eine ist, Tod, der klopft nicht an der Tür und sagt, Bro, ich komme jetzt kurz rein, dann ist die Sache durch. Sondern Tod kommt aus dem Nichts, zieht viele Familien runter. Was aber noch mehr runterzieht in meinen Augen ist Suizid. Deswegen sucht euch da immer unbedingt Hilfe und irgendwelche Ansprechpartner. Und nicht einfach immer Leben nehmen so. Ist einfach gesagt, aber glaubt mir, man sollte darüber sprechen. Das bereust du auch wahrscheinlich, ne? Dass du im Streit auseinandergegangen bist. Aber ich sag dir ehrlich, guck mal. Wie gesagt, Erfahrungen machen die Menschen. So, weißt du, wenn du jetzt Streit mit deinem Papa, mit deiner Mama oder mit deiner Familie hast, dann denkst du an damals, man weiß nie, wann es vorbei ist. So, weißt du? Und klärst das dann direkt. Weißt du, was ich immer traurig finde? Das ist, außenstehende Leute wissen nie, was privat ist. Ja. 100%. Da habe ich gerade Gänsehaut bekommen. Du weißt nie, du kannst nie in eine Person reingucken und wissen, wie sie sich fühlt, was sie für Probleme hat. Deswegen finde ich das immer so interessant. Wenn ich zum Beispiel im Auto bin und mir so andere Menschen angucke, so ein bisschen so analysiere, die mir angucke, dann denke ich mir immer so, guck mal, der fährt jetzt ganz normal Auto, aber weiß nicht, was er gerade im Kopf hat, was er für Sorgen hat, was er für Probleme hat. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich immer richtig krass. Ja, das ist ganz schlimm. Deswegen verurteilt niemanden und es gibt immer Probleme, Digga. Jeder hat Probleme. Dem einen geht's mal gut, dem einen geht's mal schlecht und das ist immer echt sehr interessant. Das ist immer krass, ne? Man sagt immer, boah. Habe ich dir auch einmal erzählt. Ein Kollege ist an mir vorbeigefahren, Digga. Ich bin im Auto gewesen. Und der ist an mir vorbeigefahren. Und ich krieg so eine Memo von ihm. Yo, ich bin gerade an dir vorbeigefahren. Ich so, echt? Geil. Wo warst du? Ich so, warum hast du nicht gehupt, so dass ich weiß, dass du da warst? So. Er so, Bruder, ich wollte dich gar nicht stören. Du warst voll in Gedanken. Ich will gar nicht wissen, wie ich da am Lenkrad war. So. Nicht mal auf Straße geguckt, einfach gefahren. So Spurhalteassistent von Smart, der nicht vorhanden ist, regelt. Ich war so komplett in meinen Gedanken und ich frage mich wirklich, hätte da jemand mal ein Foto gemacht? Wie sah ich da aus so? Richtig in Gedanken so, komplett so gar nicht mehr auf der Straße so. Ich habe mich echt gefragt, wie ich da geguckt habe, ne? Guck mal, die haben voll die schöne Beziehung oder voll die schöne Ehe, aber du weißt gar nicht, was privat ist. Wisst ihr, was ich meine? Hast du mit dem Thema aber selber abgeschlossen? Ja, also
ich habe versucht, damit abzuschließen. Mhm. Es geht auch gut, aber... Natürlich denkt man ab und zu an dem. Ja. Also, wenn die Person dir was wert ist, dann ist auch gut, dass du dran denkst. Weißt du, was ich meine? Weil das heißt, die Person hat einen Platz in deinem Herzen. Oh, das ist gut. Das ist ungeziell. Der hat seinen Job als Onkel auf jeden Fall gut gemacht. Ja, also ich versuche immer nur an die guten Zeiten zu denken. So, weil er hat ja immer für gute Laune gesorgt. Eben. Und meine Frage... Oh, Digga! Habe ich mich erschrocken. Ist immer am Ende des Videos, bei solchen Videos, hast du noch an die Leute was zu sagen? Ich habe daraus gelernt, dass egal wie gut es einem Menschen geht oder wie es aussieht, dass man immer vielleicht nochmal nachfragen sollte, auch wenn der Mensch sagt, dass es ihm gut geht. Wenn man das Gefühl hat, dass es ihm vielleicht nicht gut geht, dass man sich extra nochmal um ihn kümmern sollte. Vielleicht kann sowas verhindert werden. Also sich so eine Minute für die Person nehmen und einfach mal so eine Schulter anbieten zum Reden einfach. Ja. So geht es auch eigentlich, menschlich. Also Leute, ich kann euch auch... Ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr seht, okay, der Person geht es nicht gut, dann seid auf jeden Fall da für die Person. Ganz wichtig. Auf jeden Fall nur sagen. Viele strahlen das wirklich nicht aus, Digga. Und das finde ich krass. Deswegen finde ich das immer so interessant, wenn ich so Leute auf der Straße sehe. Du weißt nicht, was bei denen abgeht, Digga. Auch letztens, ich bin an der Ampel, guck so Richtung Steinam und Steinam. Ihr wisst, Steinam ist komplett voll. Wie so Ameisen, die alle da so langlaufen. Und du guckst dir so die Leute an, der eine am Telefonieren voll am hektisch gehen. Und du denkst dir, was macht der gerade? Wo geht der gerade hin? Warum geht der so hektisch? Was hat der vor? Wisst ihr, ich meine, das ist so interessant. Egal, wie sehr ihr euch streitet, egal, wie sehr ihr euch gegenseitig verletzt mit der Person gegenüber, wirklich, Leute, geht niemals im Streit auseinander, weil eine Person zu verlieren, mit der ihr im Streit auseinandergegangen seid, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das tut echt weh. Wer jetzt gerade Streit hat mit der Familie, mit dem Vater, mit der Mutter, mit den Brüdern, Schwestern, geht jetzt einen Kuss auf die Backe geben, dann ist die Sache gegessen. Man weiß wirklich nie, wann es vorbei ist, Leute. So wirklich. Versöhnt euch, einen. Bruder, ich sag mal so, JQ Entertainment, ich finde die Videos von euch echt persönlich am geilsten. Gebt den Leuten auf jeden Fall ordentlich Mehrwert. Viele Leute können sich da auf jeden Fall motivieren und nehmen sich die Worte auf jeden Fall immer zu Herzen. Deswegen mag ich das auch mal, dass wir das wirklich mal zum Abschluss des Streams machen. Weißt du, weil wenn wir damit anfangen, dann sind wir alle so ein bisschen in Gedanken und komplett anders eingestellt. So. Deswegen machen wir immer erstmal die witzigen Videos und dann gucken wir am Ende so deren Videos, einfach um den Abend nochmal auszuklingen. Meine Endworte werden auch auf jeden Fall... Kann ich wohl reden, Digga? Gar nicht. Das war's. Meine Antworten sind da an der Stelle raus.